Wie sollen jetzt Menschen, die selber kein inneres Zuhause erfahren haben, sondern nur Bewertung? Also der Mensch in dieser Kultur ist fast immer im Überlebenskampfmodus. Das sind die untersten Bedürfnisse. Habe ich genug Essen? Wie soll ich die Miete bezahlen und ähnliches? Da bin ich wirklich froh. Hört sich als pervers an. Also ich habe sehr gelitten in der DDR, Mauer, Todesschützen und so. Habe schon in der 5. Klasse selber ein langes Gedicht darüber geschrieben, in mein Tagebuch, wie schrecklich das ist. Da kam die Zeile vor, ein Staat wie ein Terrarium eingerichtet, obwohl man weiß, dass niemand gern auf seine Freiheit verzichtet. Okay, das Ding hatte sich gereimt. Aber so eine Zeile, weil ich drunter gelitten habe und alle hielten das irgendwie für normal, und dann habe ich es halt in mein Tagebuch geschrieben, na, so ein Multizeiler. Und das als Kind, also ich fange erstmal so an. Ihr seid niemals determiniert, egal wie ihr gelitten habt, wie lebensgefährlich ihr vielleicht bedroht seid. Das ist schon wieder eine Lüge, dass ihr davon determiniert seid. Also ich hatte sozusagen drei Kriegszombies zu Hause. Wie krass das war, habe ich ja noch nie offen auf YouTube erzählt, weil ich nicht will, dass ihr mit mir Mitleid habt, sondern Mystik ist, dass ihr erstmal mit euch Mitgefühl und Wertschätzung entwickelt, dass ihr euch Danke sagt, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr nicht aufgegeben habt, dass eure innere Stimme als Kind wirklich wahr war, wenn sie sagte, das kann es doch nicht sein, die kommen mir doch alle tot vor. Oder ich will nicht so ein Erwachsener werden als Teenie, wie die sind. Oder das kann doch nicht sein, dass es nur um Geld verdienen geht. Um Geld verdienen geht es bei Menschen, die erstmal im Überlebenskampfmodus sind. Und die brauchen erstmal so einen Stopper, wie, hallo, habe ich jetzt nicht genug, reicht es jetzt nicht oder so. So, also bei mir als Kind drei Kriegszombies. Eine Oma mit zweimal Weltkrieg, im zweiten zusammen mit meiner Mutter von Russen vergewaltigt, vorher eine Erschießungssituation. Das sind erloschene Menschen. Da ist nichts mehr. Da kannst du als Kind nichts erwarten. Also das muss ich als Entschuldigung erzählen, wenn ich auch immer wieder vom Sadismus meiner Mutter berichte. Die wollte einfach kein Kind. Und sie hat mich zum Teil wirklich seelisch gefoltert. Also gesagt, mit einer Schere vor die Nase gehalten, ich schneide dir gleich die Nasenflügel auf und sowas, und sich an meiner Angst geweidet. Oder wenn ich nicht tue, was sie sagt, würde sie mich im Affekt totschlagen. Ich war ein super braves Kind, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Und ein Vater, der um ihre Aufmerksamkeit buhlte und mich nur als Geschwisterrivalen sah und mir immer sagte, du taugst zum Leben wie ein Stachelschwein zum Arsch abwischen. Und mir immer wünschte, dass ich Selbstmord begehe. Jetzt könnte jeder sagen, mein Leben ist gelaufen. Das Irre ist aber, in der Situation, die wollten sich ja mit mir nicht unterhalten, war ich viel alleine, wie ein Mönch. Und dadurch wurde ich nicht so viel programmiert. Also ich war mir überlassen, hatte Abstand, also ich konnte im Kindergarten, ich galt als geistig behindert und zurückgeblieben. Weil ich konnte keine Schnürsenkel binden. Das war auffällig. Alle anderen konnten das. Weil meine Mutter sich mit mir nicht unterhalten wollte. Ich war wie so ein Kaspar Hauser. Aber in dieser totalen Vernachlässigung und Lebensbedrohung, ich hatte dann also bis zu meiner Nahtoderfahrung fast immer auch wieder KZ-Träume, dass ich jederzeit getötet werde. Das war zu lang. Ich bin total zerbrochen. Aber dieses, in egal welcher Situation, da ist eine innere Stimme und die sagt, das kann es mit dieser Gesellschaftsform nicht sein. Und einerseits habe ich genau diesen Weg probiert, den die Gesellschaft, ich habe sämtliche Glücksverheißungen durchprobiert. Weil wenn man so einen Überlebenskampf hinter sich hat, ist man zäh wie eine Ratte. Und danach, nach dem Elternhaus, dass ich euch nicht zu leid tue, habe ich mir immer irgendwelche Mentoren gesucht. Also ich habe immer versucht, deren Vorstellungen so zu erfüllen, dass sie mich mögen und ein bisschen für mich sorgen, mich unterstützen. Baptistengemeinde und sowas alles. Und überall gibt es ein bisschen Liebe, muss man ja sagen. Aber ich war dann selber erstmal, ich bin da natürlich erstmal, also nehmen wir das mal, also abgeschlossenes Baptistentheologiestudium wollte ich dann aber nicht ausüben. Also evangelische Pastorin, ich bin ja geweiht, nennt man das nicht, sondern ordiniert halt bei den evangelischen. Das war der erste ost-westdeutsche, ich will mal sagen, Weihevorgang,
Vorgang. Also gemeinsame Ordination, Berlin-Marienkirche, war sehr bewegend eigentlich. Und ich hatte aber bis dahin auch nicht das Christentum anders begriffen. Also ja, man hat eine sichere Stelle, man will irgendwie was Gutes tun, man ist auf der Schiene ein bisschen Gesellschaftskritik, Sozialarbeit ist wichtig, aber ich habe nichts mit Mystik begriffen. Menschen, die noch im Überlebenskampfmodus sind und einfach nur vergessen wollen, wie schlimm es war. Und einfach nur irgendwie versuchen, über jedes Stöckchen zu springen, damit sie irgendwo Wertschätzung kriegen. Die sind fast bereit, alles zu tun. Also in meiner, nennt man das stille Zeit oder so. Ich sitze einfach ewige Stunden im Kajak auf dem Meer, muss sehr wach sein, kann auch nicht vor mich so hinträumen und bin einfach offen für das, was ist. Oder in einer ziemlich bescheuerten Bucht, aber die hier dicht bei meinem Haus ist, ist so ein Mini-Strand. Vielleicht ist ja 20 Meter lang. Oben ist alles zugeteert, aber es ist Restnatur, ist so wie eure Natur als Menschen ist, diese tolle Bucht. Halb zugeteert, aber noch Restnatur. Und betrachte, ohne zu grübeln. Und dann habe ich erstmal überhaupt zugelassen. Also ich war immer in der totalen Erlaubnis, jedes Gefühl, das hochkam. Wut. Dann habe ich entdeckt, in mir ist auch ein Mörder, in mir ist auch ein Killer. Oder Gier, zu kurz gekommen. Nichts reicht mir, nichts macht mich satt. Und dann habe ich mir so Fragen gestellt, aber voller Mitgefühl und nicht vom Über-Ich her. Na, Sabinchen, wie viel Geld brauchst du denn, um dich sicher zu fühlen? Siehst du, du arme Sau, du bist einfach voller Todesangst. Meinst du, wenn du zu viel arbeitest, hast du die Todesangst damit besiegt? Mach doch lieber mehr Liebesmystik. Also so in der Art. Damit ihr diese Leute, die so noch im Überlebenskampfmodus sind, nicht tot kritisiert und sich selber dann erlauben, unsere ganzen Grundbedürfnisse sind fast wie mit Füßen getreten. Weder haben die meisten, also das ist auch aus der Bindungsforschung erwiesen, diese Gesellschaft ist eine Gesellschaft von, sagen wir mal, circa in der westlichen Gesellschaft 75% bindungsgestörten Menschen. Und es gibt drei Sorten von, wie man Bindungsstörung lebt, also unsicher gebunden und sowas. Also da ist gleich so ein Urmisstrauen und voller Angst und Konkurrenz. Wenn man das quasi wie bei Hitler in dem Buch, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, als Expertenvideo hätte ich fast gesagt, als Expertenbuch erzeugt, dann habt ihr natürlich massenhaft gut steuerbare Untertanen. Ich nehme mal als Beispiel den Versuch, da wollte, na, ich erzähle immer so anschaulich, damit ihr nicht einfach Begriffe habt, sondern Stories, die vielleicht euer Herz erreichen. Habe ich vielleicht schon mal erzählt. Da wollte eine Afrikanerin mal Geld verdienen, indem sie in ihrer Stadt oder bei ihrem Dorf einen Kinderwagenladen hatte. Schöne Modelle, totale Pleite. Sie dachte, so geil, die haben alle keinen Kinderwagen. Und die stehen auch zum Teil auf westliche Sachen. Wisst ihr, was die Frauen sagten? Ja, aber ich will doch mein Kind spüren und bei mir tragen, statt in so eine Kiste auf Rädern vor mir herzuschieben. Und deshalb ist es gescheitert. Also so reagiert jemand mit einer sicheren Bindung, statt, ja, so symbolisches Kind oder so. Wenn ihr viel lest und meditiert, ab Seite 103, auf der Suche nach dem verlorenen Glück, verinnerlicht es erstmal, statt sich zu sagen, oh Gott, ich habe an meinen Kindern alles falsch gemacht. Verinnerlicht es als Ergänzung zur Liebesmystik-Übung, dass ihr es verdient habt, was da beschrieben ist. Statt, oh Gott, ich bin so scheiße, ich habe alles falsch gemacht, ich bin ein Sünder. Weil euer Hirn unterscheidet nicht zwischen inneren Bildern und äußeren. Verinnerlicht wie im Evangelium fast jeden Satz, wie die mit den Kindern umgehen. Also das Ding war damals so irgendwie so die Begründung, warum man gut Tragetücher verkaufen konnte. Darum geht es gar nicht so im Kern. Sondern die Kinder können da auch zwischen den Eltern im Bett schlafen, solange sie wollen. Schwupps, haben die wenigsten denn ein Schreikind. Das Kind schreit doch nur, weil es ein Bedürfnis hat, statt, oh Gott, wann hört es endlich auf? Als Kinder wisst ihr noch, welches Bedürfnis ihr habt. Oder wenn ihr zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, dann quengelt und quengelt ihr. Stattdessen sollt ihr aufessen.
Ihr habt aber überhaupt keinen Hunger, ihr habt überhaupt kein Bedürfnis nach Essen, sondern nach Aufmerksamkeit. Und so. Also da ist eigentlich ist nichts an euch falsch gewesen. Also das zu dieser Entschuldigung mit der Kirche. Und jetzt sag nochmal, Stavro, nochmal den Kern deiner Frage, weil erstmal muss ich es immer einbetten. Eine Wie? Theologie der Bindungsgestörten ist natürlich anders als eine Theologie. Jetzt wisst ihr, warum die Liebesmystik so eine zentrale Stellung hat. Die heilt die Bindungsstörung. Und da ist es egal. Also dadurch ist auch in mir das meiste geheilt. Ich habe, was weiß ich, wie so ein Lagerinsasse, erstmal die ganzen Symptome Langzeittraumatisierung. Und in mir gibt es immer noch den rächenden Killer, der allen alles beweisen will, und ich bin doch großartig und liebenswert, und dann jemanden, in dem Todesangst noch losgetreten werden kann. Aber wenn man sagt, ich bin in der Erlaubnis, dass in mir ein Killer ist, und ich bin in der Erlaubnis, dass in mir Todesangst ist, und dann sagt man, das ist so einfach nur wie im Märchen, die schwarze und die weiße Seite, der Weißmagier und der Schwarzmagier oder so, und dann einfach weiter Liebesmystik, die Grundbedürfnisse erfüllen. Dann wird man ziemlich schnurrig und friedlich wie eine Katze. Und jetzt guckt mal, wo bringt euch die Kirche Liebesmystik bei? Also das fehlt. Ich habe mir ganz genau angeguckt, weil ich eigentlich ein typischer Hirni dieser Gesellschaft bin, absoluter Loser. Von der eigenen Mutter immer wieder, wenn du das nicht tust, tue ich dich ins Heim oder ich schlag dich windelweich oder von der Oma. Wirst du wohl parieren, ja? Die ist also noch vor 1900 groß geworden und hatte leider die Erziehungsvollmacht über mich. Das ist aber Willen brechen, einen Untertan erzeugen, zurechtschlagen, drohen, beleidigen. Das dürfte fast keiner. Und damit konnte ich wirklich die unterste Ekelsoße der Kultur noch mal in meiner Kontemplation, wie man das nennt, betrachten und zulassen. Und dann habe ich einfach immer nur, wie, auch wenn es so ist, wie es ist, wie bin ich spielerisch und leicht ein rundum glücklicher Mensch. Also das ist der Kern. Und wenn ihr diese Bindungsstörungen in euch geheilt habt, dann seht ihr, dass diese scheinbar bösen Symptome oder sündhaften Neigungen wie immer im Mittelpunkt stehen wollen, immer gelobt werden wollen oder Gier oder Fresssucht oder ganz viele böse Gedanken. Ach, die Nachbarin, ich rede mal wieder schlecht über die. Ich habe es einfach immer nur wieder beobachtet. Wann habe ich einen Fressanfall, sodass ich mein Essenszeitfenster beim Intervallfasten nicht halten konnte? Oder wann hatte ich so eine Lust, böse über die Nachbarin zu reden? Da habe ich mal geguckt, was liegt da drunter? Also, was ist richtig daran, dass ich jetzt so eine wahnsinnige Lust habe, über die Nachbarin zu lästern? Und dann habe ich es mir mal angeschaut und gedacht, ich bin ein armes Schwein. Wie erfülle ich mir meine Bedürfnisse mit Liebesmystik besser? Und das ist so der Anfang. Und dann, wenn ich nicht mehr so viel Anerkennung brauche, merke ich, es ist eigentlich schön, Gäste im Haus zu haben, aber es ist auch schön, wenn ich hier einfach nur sitze. Ich sitze jetzt einfach nur und gucke rüber in Richtung Reinhard nach Heckendorf. Und dann, oh, ist das geil, wie da jetzt die Sonne so kupfergolden sich in den Fenstern. Sieht aus, als würde Heckendorf jetzt abfackeln. Wie gut, dass das nicht der Fall ist. Naja, wenn ich jetzt keine Wellen habe, wie wird denn der da so die Wellen haben? Und irgendwie dadurch, dass ich das so oft gemacht habe, passierten blöde Sachen. Ich hatte auf einmal keine Lust mehr am Klavier zu üben, weil ich mir sagte, das ist doch die schönste Sinfonie. Wenn das Flügelrauschen der Wildgänse und die und dann da so ein Austernfischer, den kann ich kaum nachmachen, der ist wie so ein Clown unter den Vögeln. Und dann sitze ich da und bin einfach nur in der Wahrnehmung und denke, oh, was für ein zauberhafter Schwan, das ist eine kulturelle Wertung. Ja. Und jetzt kann ich ja seine Gefühle lesen. Der fand mich einfach nur scheiße, dass ich in seiner Bucht sitze und sein Fauchen, was danach kam, war wirklich keine Begrüßung, dachte ich. Naja, ich bleibe hier trotzdem sitzen, blöder Schwan. Also ich sitze auch nicht heiligmäßig. Also kurzum, daraus entsteht eine Selbstzufriedenheit. Also das ist der Anfang von Selbstliebe. Alles ist da. Es gibt nichts zu erreichen. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht den neuesten PC. Ich brauche nicht mehr das neueste
Kajakmodell, da bin ich ja fast krank, dass ich das nicht brauche. Ich brauche nicht das neueste Fahrradmodell. Ich brauche nicht die neuesten Markenklamotten. Was ist denn jetzt angesagt? Ich trage jetzt einfach die Sachen, in denen ich mich wohlfühle, ohne von Trendfarben Bescheid zu wissen. Und das ist, wenn ich die Jacke anhabe, wollen mich fast alle streicheln. Da stehe ich also zu meinem völlig unterkuscheltsein, ja. Also hier so Ecke Jahrgang 51. Das ist, aber da bin ich auch in der Erlaubnis, dass ich sage, was bist du denn für ein Mann, ja? Also. Aber das ist, sagen wir, eine arme deutsche Arbeitsmaschine, in der die Gefühle abgetötet wurden. Lassen wir ihm Zeit, aber ich ziehe meine Jacke an, damit ich vielleicht besser gestreichelt werde. Also das. Dann merkt ihr, dass das scheinbar mystische, transreligiöse, einfach das Transkulturelle ist. Diese Kultur hier baut auf Gewalt und quasi Seelenraub. Also euch wird die Anerkennung genommen, euch wird der Selbstwert genommen und danach seid ihr bereit, fast alles zu tun, um es euch zurückzuerarbeiten und zurückzukaufen. Und dann guckt mal, wann ihr es etwa habt. Also schon, dass die Kinder, das ist ja auch das Thema, dass die Kinder zueinander in Konkurrenz gesetzt werden. Ein normales Kind ist altruistisch. Also wenn es jetzt nicht ständig schon, auch Familien sind nicht unbedingt ein Ort der Liebe, seid doch mal in der Wahrnehmung, statt zu träumen. Wenn Liebe knapp ist und Anerkennung oder auch Materielles zu knapp ist, dann konkurrieren doch schon die Geschwister miteinander und einer disst den anderen. Oder einer verpetzt den anderen. Das ist leider auch ab Überlebenskampfmodus ist nicht so nett. Und Kirche müsste der Ort sein, dass ihr erstmal eure Bedürfnisse seht, Einfühlung mit euch selber lernt, zu euren Bedürfnissen steht, Selbstversorger in dem Bereich werdet und dann hören die ganzen Ersatzkompensationskisten auf. Also Gier oder konkurrieren wollen oder so. Ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt den Live-Seminarbetrieb wieder aufnehme und habe es darauf ankommen lassen. Bin ich ein bisschen zu spät auf Sylt gemeldet und bis heute keine Antwort, dann denke ich, auch cool. Dann kann ich hier einfach so sitzen und nach Heikendorf rüber gucken. Manchmal geht es mit mir durch, mit dem Kajak. Oh, ich muss die größten Rekorde jetzt auf dem Meer fahren. Und dann denke ich, wie fühlt sich das an? Macht mich das groß, weit und leicht? Ist da wieder der alte Konkurrent? Gucken wir mal, wo geht es mir schlecht? Machen wir wieder Liebesmystik. Also merkt ihr, wie einfach das ist. Und dann kannst du im Wald sitzen, da kommt vielleicht Einsamkeit. Also bei mir ist halt das Meer. Und dann merkt ihr, was sind die Orte, die mich groß, weit und leicht machen? Nämlich Orte, wo ihr nicht bewertet werdet. Fast jede Bewertung verletzt euch. Da müsst ihr ein anderer sein. Versucht mal der zu sein, damit die anderen endlich mit euch zufrieden sind. Ihr zerreißt. Mystik ist das Gegenteil. Ihr hört nicht mehr auf Bewertungen. Deshalb ist dieses eine Video auf YouTube so zentral. Also das sind die heutigen Interpretationen, damit ihr Jesus versteht. Und rein zufällig dachte ich, ja, also meine Dis und Habil waren immer über spirituelle Themen. Und meine Habil war über den Bereich, wie Selbstwert zerstört wird und wie man Selbstwertstörungen wieder heilen kann. Das ist das Kernproblem der Kultur hier. Solange ihr ein Ziel außerhalb von euch seht, werdet ihr keinen Frieden haben. Dann seid ihr vielleicht kaufsüchtig oder sexsüchtig oder alkoholsüchtig, weil die Mitte ist hohl. Ab da, wie ihr dieses ich bin nicht liebenswert und ich habe auch keinen Wert und ich schaffe nicht zu konkurrieren, um mir einen Namen zu machen. Also ab da, wie ihr das in euch geheilt habt durch Liebesmystik und dann auch gut die Willensübung schafft oder den Neuro extrem willensstark werden hört. Und auch Neuros für Selbstliebe und Selbstwert, die sind ja in den Webinaren mit drin. Ne? Ab da kriegt ihr so eine Unternehmerpersönlichkeit. Also nichts ist determiniert, nichts muss so bleiben. Und dann könnt ihr frei wählen. Also das ist sozusagen diese tiefste Wunde, die bei 75% der Leuten herrscht. Verlangt bitte von so einen Leuten keine Anerkennung. Das ist wie einem Arm in die Tasche greifen. Das funktioniert nicht. Und damit ist auch nicht alles verzeihen, alles durchgehen lassen. Dann seht ihr einfach nur,
Mist, ich kriege das weder von meiner Mutter noch von meinem Partnerchen, der ist ja selber kaputt oder depressiv oder so. Lasst es zu, seid in Erlaubnis, statt es irgendwie dem anzuerziehen, sondern werdet emotionale Selbstversorger. Das ist so erstmal so der Kern in der Mystik, das muss geheilt werden. Ich habe ja immer den Doppelblick, mystische Tradition, ihre Übungen und wie wirken die psychoanalytisch. Und warum musste ich 700 Stunden Psychoanalyse machen und bei mir hat das nicht so richtig geholfen? Danach hätte ich auch sagen können, hey, du bist so kaputt, du hast immer noch die Albträume, nicht mal das hilft dir, jetzt kannst du es sein lassen. Naja, schwupps, hat mich die Nahtoderfahrung erwischt, ab da war ich nicht mehr suizidal und fröhlich und voller Frieden, aber das dünnt aus, wenn ihr so unter Normalus dann wieder lebt. Ja, aber insofern habe ich versucht, die wichtigsten mystischen Bausteine, so bescheiden und doof und langweilig, die für andere aussehen, ja, wie super Kundalini machen oder sowas, dass ihr erstmal stabile Persönlichkeiten seid. Das, was wir Montagabend machen, ist dann auch immer die Herzöffnung, damit wir diese Panik, bedroht zu sein, dass wir wieder in die Weite gehen, das ist schon sehr, sehr nachhaltig aufgebastelt.